Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich ja, zur heutigen Tagesenergie. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, wo ihr dieses Video bekommt. Es ist jetzt hier die letzte Ferienwoche. Ab nächster Woche bin ich dann auch wieder früher für euch da. Aber die Zeit spielt ohnehin keine Rolle. Zeit ist relativ und in diesem Sinne beginnt dein Tag jetzt. Das ist eine Legung für deine nächsten 24 Stunden, mit der du in Resonanz gehen kannst. Aber natürlich nicht musst. Und wir sind einfach mal gespannt, was die da oben für uns bereithalten. Wir starten wie immer mit den Engeln und Ahnen bei Kyle Gray. Und ich freue mich über alle, die wieder in unserer wundervollen Runde mit dabei sind. Und begrüße natürlich auch alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. So, ihr da oben, was gibt es denn zu berichten? Worüber dürfen wir nachdenken? Was ist wichtig für uns zu wissen? Am heutigen Tag, in den heutigen 24 Stunden. Das sind drei Karten, die nehmen wir jetzt einfach mal. Es sind drei Karten. Wir haben wieder den großen Lehrer. Lerne aus spirituellen Erfahrungen. Magic Hüter. Öffne das Schloss in deine innere Magic. Und der Hirsch. Vertraue und gedeihe. Das ist so eine tolle Energie. Weil du hast hier schon viel gelernt und du hast ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und daraus kannst du jetzt schöpfen. Und du schöpfst aus der Quelle, die dir selbst entspringt, aus deiner Kraft, aus deiner Mitte. Und du darfst hier vertrauen, weil du wirst wachsen und gedeihen. Also das ist so eine schöne Botschaft auf den Punkt gebracht. Ich könnte jetzt ganz viel zu den Karten sagen, dann würde das Video wahnsinnig lang werden. Aber ich würde mal sagen, lass uns jetzt einfach mal so positiv stehen. Du hast spirituelle Erfahrungen gesammelt. Du weißt schon unglaublich viel. Schöpfe aus deiner Mitte, aus deinem Innersten. Der Schatz liegt in dir selbst und sei vertrauensvoll. Du wirst wachsen. Du bist gerade in einem Wachstumsabschnitt. Ja, so, das nehmen wir jetzt mal dankend so an und schauen mal weiter, was Tarot dazu zu sagen hat. Oh, habt ihr das gesehen? Dann würde ich mal sagen, nehmen wir es mal, wie es kommt. Wir haben die 5 der Schwerter. Das heißt, du hast hier vielleicht gefühlt eine Niederlage erlitten oder bist in eine Kampfenergie geraten und die 5 der Schwerter fordert dich aber auf, aufzuhören zu kämpfen, das Schwert niederzulegen. Bei der 5 der Schwerter gibt es keinen Gewinner. Auch ein vermeintlicher Sieger ist ein Verlierer. Das weiß er vielleicht im Moment noch nicht, aber das wird er erkennen. Also das ist ein Kampf ohne Sieger und mit alles in Anführungsstrichen. Und es geht jetzt für dich darum, in deinen Frieden zu gehen. Aus deiner Spiritualität zu schöpfen, das ist Weisheit. Das ist das, was das Leben dich gelehrt hat. Das, was die Reflexion dich gelehrt hat, wenn du dich mit den Dingen auseinandersetzt. Und diese Kraft, die liegt in dir. Also geh in deine eigene Tiefe und schöpfe aus deiner inneren Fülle heraus. Und vor allen Dingen vertraue und gedeihe. Du wirst an deiner gegenwärtigen Situation wachsen. Heute ist ein guter Tag, sich dessen bewusst zu werden. Und mit der 8 kommst du in deine Kraft zurück. Bei der 8 geht es um das Gleichgewicht der Kräfte und der Löwe gibt sich hin. Es geht also auch um Hingabe. Und das sind sanfte Kräfte, die hier wirken. Also dieser Löwe, der wird ja nicht gebeugt oder bezwungen, sondern das ist ein Zusammenspiel der beiden. Sie geht auf seine Bedürfnisse ein. Und weil der Löwe sich angenommen fühlt und verstanden fühlt, kann er ihr auch vertrauen. Das kommt mir ganz deutlich rein. Also heute ist wirklich ein guter Tag, aus einer Kampfenergie rauszugehen, das Schwert niederzulegen und ganz einfach auch anzuwenden, was man in sich weiß. Ins Vertrauen zu gehen und ins Wachstum, weil die Karten stehen so positiv, dass man das hier wirklich tun kann. Ja? Also aus dieser Situation heraus
ist ein ganz starkes Wachstum möglich. Und Vertrauen, ob man wirklich Vertrauen hat, zeigt sich ja immer dann, wenn man 1000 Gründe hat, nicht zu vertrauen. Es ist immer leicht gesagt, ja, ich bin voll im Vertrauen. Solange es läuft wie am Schnürchen, ja, und es keinen Grund gibt, nicht zu vertrauen, ist das leicht gesagt. Aber dann, wenn so eine Herdeprüfung kommt, dann zeigt sich, ob du wirklich vertraust. Ja, dann schauen wir mal in die Lenny-Karten rein, was die uns noch für eine Botschaft da lassen. Tarot ist im Übrigen Ethereal Visions Tarot bei Matt Dukes. Dann haben wir die Engel und Ahnen bei Kyle Gray und die Lenny-Karten bei Ciro Marchetti. Ne? Ihr wisst ja, alle verwendeten Kartendecks findet ihr in meiner Infobox. So, dann hätten wir hier gerne noch ein bisschen Details. Gut, die mischen wir nochmal. Alle verdeckt im Übrigen. Ich weiß noch von nix. Von 0, nix. So. Da haben wir die Schlange, die Sonne, das Haus, die Wolken und den Kompass. Also, das ist eine ganz deutliche Botschaft. Sonne und Schlange steht für mich für eine positive Entwicklung in deiner Angelegenheit. Die Schlange, die kann ja für Komplikationen, Verwicklungen, Vermurksungen und hast du nicht gesehen stehen, kann natürlich auch für eine andere Person stehen. Wenn es bei dir um eine andere Person geht, ja, wo vielleicht hier ein Konflikt war oder wegen der man immer so in so eine Kampfenergie gerät. Ich weiß ja, dass auch viele auf eine dritte Person schauen. Hier ist nochmal ganz deutlich die Aufforderung, diese Kampfenergie zu verlassen. Die Entwicklung ist positiv. Das ist also, das steht hier wirklich in guten Karten, dass sich hier die Dinge positiv entwickeln und zwar in eine neue Stabilität hinein. Ne, da geht es um Basis, um Fundament. Und wir haben dann die Wolken. Hier gibt es noch eine Menge Unklarheiten, aber die werden sich dann lösen, weil die hellen Wolken ziehen auf den Kompass, wenn man sich hier klar ausrichtet. Dann werden also auch letzte Unklarheiten behoben werden. Es kommt hier darauf an, zu wissen, wo man hin will. Und mit einer klaren Ausrichtung erreichst du ganz einfach dein Ziel. Das ist total gut. Das ist eine total gute Tagesenergie heute. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wende an, was du weißt. Lerne aus deinen spirituellen Erfahrungen. Vielleicht hilft bei manchen schon weiter, dass man sich die Frage stellt, haben die da oben mir nicht schon immer geholfen? Was habe ich alles gelernt? Was durfte ich schon alles erfahren? Was sagen meine eigenen Erfahrungswerte? Was kann ich aus meiner Kraft herausziehen und schöpfen? Hat es sich denn schon immer gelohnt, zu vertrauen? Also im Endeffekt, die obere Reihe erinnert dich daran, dass du vertrauen darfst und kannst, weil immer alles gut war. Ja? Und du darfst dich ganz einfach daran erinnern. Das ist wie so ein kleiner Reminder. Wende an, was du weißt, schöpf aus deiner Mitte und geh ins Vertrauen. Geh aus einer Energie heraus, die dir im Endeffekt nur zerrissene Hosen macht, die dir schadet. Das ist der verlorene Krieg. Ne? Das ist im Übrigen die 5 der Schwerter ist die Zahl 60. Das ist der verlorene Krieg. Da gibt es aber nur Verlierer, da gibt es keine Gewinner. Das ist eine Energie, in die man am besten überhaupt nicht erst reingehen sollte, weil man weise ist. Weil man weiß ja um die Dinge. Ne? Hier, Frieden. Ne? Also das ist im Endeffekt nochmal ein Hinweis darauf, mach deinen Frieden. Lass die weise Taube fliegen. Und dann haben wir hier den Ausgleich der Kräfte. Sanfte Kräfte, nicht in eine Kampfenergie gehen. Es ist Hingabe möglich, wenn man hier in die Sanftheit geht. Ja. So, und dann haben wir hier die positive Entwicklung, die neue Stabilität und Unklarheiten, die sich in Schall und Rauch auflösen mit einer klaren Ausrichtung. Das ist eine wundervolle Botschaft. Dann haben wir noch eine Rune. Ich ziehe noch eine Mondrune für uns. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. So, dann gibt es hier noch eine Mondrune auf diesen Tag. Und uns begleitet heute die Rune Algis. Besser könnte es nicht sein. Das ist wieder der Hirsch. Und
du bist hier verbunden, Gott sitzt am Ruder, die Situation wird geführt. Hege und pflege und hüte deinen Draht nach oben. Bleib in Verbindung mit der lichten Geistwelt und natürlich auch mit deinem Innersten. Bleib bei dir und bleib dir selbst verbunden. Diese Situation, das ist also auch hier eine Schutzrune, ja, die Algis ist eine Schutzrune, diese Situation ist beschützt. Im Übrigen gibt es die Algis auch in Fachwerkhäusern ganz oft als Stützbalken oder Dächer haben ganz oft die Rune Algis, weil das ein Balken ist, der stützt. Also sie wird auch der Stützbalken genannt. Ja, also kann man sich auch drauf stützen. Die da oben sagen, hier, auf uns kannst du dich verlassen. Ne? Stütz dich auf uns und du wirst getragen. Also es ist eine sehr, sehr positive, wunderschöne Tagesenergie. Da schauen wir nochmal unter die unteren Karten. Hier ist eine Situation gerade in Entwicklung. Die Würfel werden gerade durchgeschüttelt, die sind noch nicht gefallen. Ich denke, es kommt hier ganz klar auf deine Ausrichtung an. Wo willst du hin? Wenn du das weißt, können auch die Würfel fallen. Dann haben wir die untere Tarotkarte. Da haben wir die Vier der Stäbe, willkommen. Das ist Offenheit, auch sind heute vielleicht Treffen möglich. Treffen sind möglich und das steht auch dass du dich nicht verschließen sollst. Dass du jetzt in so eine ablehnende Haltung gehst in deiner Situation, ne? Sondern dass du offen bleiben darfst. Und die unteren Engel und Ahnen sagen, Sternengucker, schau auf das Höhere. Ne? Also, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade hier weltlich im Chaos versunken, schau auf das Höhere. Alles hat mit der Algis eine göttliche Ordnung. Es ist alles gut. Also mit der Kartenlegung, da können wir, würde ich mal sagen, ruhig schlafen, gell? Obwohl wir gerade erst aufgestanden sind. Nee, wir sind ja schon eine Weile wach. Ihr Lieben, ich freue mich über liebe Kommentare. Ich freue mich riesig, wenn ihr meine Videos teilt und wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und ich entlasse euch jetzt in den Tag oder in den restlichen Tag und in den nächsten Morgen. Ihr wisst ja, das sind Energien, die auch ineinander fließend übergehen. Und ich schnall wieder rein. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.